Sachsen-Anhalts Landesregierung, vertreten durch Ministerpräsident Haseloff, Wirtschaftsminister Willichmann und Kultusminister Robra, zeigte sich mit der Bilanz des Lutherjahres 2017 außerordentlich zufrieden. Unter großem Medieninteresse wurde einstimmig betont, dass seit Beginn der Lutherdekade die Vielzahl der hochkarätigen Ereignisse und Veranstaltungen weit über 3,5 Millionen Besucher ins Land und insbesondere in die Lutherstädten in Sachsen-Anhalt gebracht hat. Insgesamt sind rund 80 Millionen Euro in die Lutherdekade für das Reformationsjubiläum aufgewendet worden. Allein das Land hat 60 Millionen Euro beigesteuert. Natürlich haben wir auch dabei Eigeninteressen verfolgt. Aber es gibt eine Trennung von Kirche und Staat. Aber wenn es diese gemeinsamen Anliegen gegeben hat und immer noch gibt, dann ist es klar, dass wenn der allgemeine Steuerzahler für bestimmte Dinge aufkommt, zum Beispiel die Herrichtung der UNESCO-Welterbestätten auf ein Niveau, was sich weltweit auch für die nächsten Jahrzehnte sehen lassen kann, dann ist ein Begründungsmuster und Schema durchaus förderlich, um alle in der Gesellschaft beieinander zu halten. Mit dem Geld sind nicht nur bauliche Instandsetzungen finanziert worden, sondern auch eine Fülle von kulturellen Veranstaltungen. So gesehen ist das Lutherjahr für das Bundesland Sachsen-Anhalt nicht nur ein kurzfristiger Erfolg, sondern die Landesregierung geht davon aus, dass sich auch langfristig Synergien für touristische Erschließung und damit verbunden wirtschaftliche Stabilität ergeben.